zu treten, die ist ein bisschen so zickig, während der Theo, der nimmt das hin. Also das da machen Sie es. Ist eine blaue Dog. Ja, ich mache sowas also nicht, weil ich habe ja den Hund gern. Ja. Aber das ist so der Sonnenschein, in der Familie. Die Tochter ist ausgezogen und dann haben wir jetzt noch zwei Hunde. Ja, ja und das ist ja auch schön. Aber links Doggen sind ja so sappende, die haben ja diese Lefzen. Nee. Ja, die sabbern, aber... Und stinken. Ne? Nee, das, ja gut. Doch, je größer ein Hund ist, umso mehr stinkt er. In Franken, in Berlin nicht. Also doch, wie riecht es bei Ihnen zu Hause? Ich glaube nicht nach Hund, weil nee? Sie können, also es gibt so ein paar Sachen, die Sie gerade bei großen Hunden machen müssen. Jetzt wollen wir. Na? So ein wenig hundelt schon, finde ich. Ist in Ordnung. Also mit dem Sabbern, das kann man ihnen abgewöhnen, wenn man ihnen nicht permanent was zu fressen gibt. Und im Übrigen kann man sie auch in konsequenter Bodenhaltung halten, weil wenn sie auf dem Sofa einmal liegen, gehen sie nicht mehr runter. Deswegen sollte man das von vornherein verhindern. Ja? Aber wenn man das jetzt sagt, sanfter Riese, die Dogge ein sanfter Riese, fühlen Sie sich da auch beschrieben? Weil Sie sind ja jetzt nicht so der Haut-drauf-Gewerkschafter, ne? Ja, das ist so, ich kann das auch, aber... ja, so ein bisschen Herr und Geschirr ist schon so, ja. Das ist, ich glaube schon, dass ich jetzt nicht der so bin, sondern es geht auch anders. Aber ich glaube, als Gewerkschafter muss man beides können. Ja. Und gerade wenn Sie so meine Funktion haben, ich bin ja jetzt der Vorsitzende des Dachverbandes, repräsentiere nun alle Gewerkschaften. Und wir sind ja dann auch sehr unterschiedliche Menschen, auch sehr unterschiedliche Charaktere. Das ist auch gut so, sehr selbstbewusste Menschen übrigens auch, die in den Gewerkschaften sind. Und die wollen schon Repräsentanten, die, ich sag mal, auch die Spannbreite macht. Ja. Und klar, wenn Sie auf einer Großdemonstration reden, dann ist das jetzt nicht fürs Nähkästchen, ja? Nee, das ist schon klar. Okay. Und wenn, je nachdem, also lassen wir mal die Bilder besser weg, so. Also jedenfalls muss man da schon lauter sein. Wobei, die haben eine tiefe Stimme, die Doggen. Also wenn sie so richtig bellen, dann ist da das eben schon ist ja noch eine Übereinstimmung. Ja, ja. Und wenn Sie dann so mal verhandeln gehen und mal gucken, wie weit kommen Sie denn an der einen oder anderen Stelle, dann ist vielleicht auch eine andere Tonlage angesagt. Ja. Jetzt finde ich es ja sehr drollig, Herr Sommer, dass als die Deutschland einen SPD-Bundeskanzler hatte, Schröder, ist ja bekannt, dass Sie mit dem größte Probleme hatten. Der hat Sie ja auch richtig schlecht behandelt und gedemütigt, wohingegen Sie mit Frau Merkel bestens auskommen, obwohl die Dame ja immer wieder behauptet, in der CDU zu sein. Ne? Ich glaube, sie ist vom Vorsitzenden nach meiner Kenntnis. Aber Sie haben mal über die Merkel haben Sie mal gesagt, Ihr Anstand ist größer als beim Schröder und Ihr Benehmen ist besser. Wie ist denn die so? Sie ist, ich finde, im Umgang ausgesprochen angenehm. Sie ist auch nicht unbedingt jemand, der, oder die, genauer gesagt, jetzt mit der Meinung hinterm Berg hält. Sie ist jemand, die eine klare Ansage macht und sie ist verlässlich. Das ist... nur man sollte sich nicht täuschen, sie nur damit wir uns damit verlässlich, weil sie bleibt bei ihren Meinungen oder wie? Also ich will, ich weiß, worauf Sie anspielen. Ja, also, schön. Sie sind politischer Mensch, ich auch. Also ja, ja. Aber ich habe halt keine Ahnung und Sie schon. Ne? Alter, da wäre ich bei Ihnen vorsichtig. Aber gut. nein, sie ist, wenn ich mit ihr zum Beispiel was bespreche und wir eine Absprache haben, habe ich bislang mich drauf verlassen können. Auf der anderen Seite sollte man jetzt nun nicht über alles die Harmoniesoße gießen. Zum Schluss ist sie immer noch Bundeskanzlerin und sie ist Vorsitzende einer konservativen Partei. Das merkt man nicht immer, aber ab und zu merkt man das schon. Und man sollte dann auch nicht so tun, als ob man das Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Es ist immer noch Interessengegensätze, die wir vertreten und sie hat eine politische Aufgabe und ich habe die Aufgabe, die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder und Arbeitnehmer zu vertreten. Wenn dann so eine Mindestlohnwende kommt, die ja nur so eine Halbwende wäre, so wie sie es will, stecken dabei der Dame Überzeugungen dahinter oder ist es einfach, dass sie sagt, ich muss ein Thema besetzen, damit die anderen keins mehr haben? Das müssten Sie fragen. Ich glaube eher, wir machen ja seit Jahren diese Mindestlohnkampagne aus gutem Grund, weil in Folge der Agenda 2010 haben wir einen unglaublich ausufernden Niedriglohnsektor und ich will und kann mich in meinem Leben nicht damit abfinden, dass wir Menschen haben, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Und deswegen machen wir das. So. Und wir sind mittlerweile. Danke.
Und wir sind mittlerweile in der Position, dass das eine Meinung ist, die 80% der Bevölkerung konstant vertreten. Ja. Das heißt, wir sind, haben auch die Menschen erreicht. Ich kann das Wort Mindestlohn schon nicht mehr hören, aber dann fängt es draußen an zu wirken. Ja, so. Aber es ist natürlich ein Mittel, um dem entgegenzuwirken. Und was die Bundeskanzlerin wohl hat, glaube ich, ist das politische Gespür, wann man eine Position auch verlassen muss. Ob sie das politische Gespür hat, immer allen mitzunehmen, ist dann eine zweite Frage. Sie haben das ja dieses Jahr schon mal gesehen bei der Frage der Energiewende. Da war ja das auch, da hat sie auf Fukushima reagiert. Ich war übrigens überrascht, dass sie so reagiert hat, aber sie hat es tatsächlich gemacht. Ja. Jetzt loben Sie die Verlässlichkeit und Schröder, mit dem sind Sie ja gar nicht klargekommen. Was mich auch gewundert hat, weil der Schröder kommt ja aus ähnlich einfachen Verhältnissen wie Sie selbst. Sie sind ja als uneheliches Kind geboren worden, im Heim für gefallene Mädchen. Und ausgegrenzt und verachtet. Meine Mutter, ja. Und Mutter, ich dann später auch. Ja. Schröder auch, enges Verhältnis zur Mutter, einfache Verhältnisse. Und dann hat er Sie später so rotzig behandelt immer. Ne? Das war, ja, jetzt will ich mal sagen, also da sind natürlich auch eine Masse an Erlebnissen dahinter, über die ich gar nicht reden will. Ich will nur eins sagen. Ich habe mal ein sehr gutes Gespräch mit Gerhard Schröder über unsere Mütter gehabt. Also das war ein wirklich sehr gutes Gespräch. Wir hatten ja auch nicht nur schlechte Gespräche. Zum Schluss ist es eine große politische Differenz gewesen, die natürlich dann auch ausgetragen wird, wie das im politischen Leben dann auch ist. Zum Schluss auch im Zweifelsfall persönlich. Für mich ist das jetzt Geschichte. Das hat auch Verletzungen gegeben, ohne Frage. Schon, ne? Das war bitter, ja, oder? Ja, gut. Ich war ja auch nicht immer nur nett. Also um das mal so zu sagen. Also das war ja. Haben Sie mal überlegt, aus der SPD auszutreten? Nee, das habe ich nie. Ich habe einmal überlegt, 1994 aus der SPD auszutreten. Das hatte aber gar nichts mit Schröder zu tun. Das war nach der Postreform. Ich komme ja aus der Post und aus der Postgewerkschaft. Sozusagen die Nähe zur Thron und Taxis ist da so mindestens historisch gegeben. aber nur so, ja. Und damals haben wir etwas erlebt, was ich auch mein Leben lang nicht wieder erleben wollte. Der Kohl hatte keine Mehrheiten und schon gar keine verfassungsändernden Mehrheiten. Und dann hat die SPD damals unter Scharping gegen eine streikende Gewerkschaft, nämlich gegen meine, einer Grundgesetzänderung zugestimmt zur Privatisierung der Post. Das hat bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen damals dazu geführt, dass sie aus der SPD ausgetreten sind. Ich bin drin geblieben, nicht weil ich das toll fand, sondern weil ich gesagt habe, warum soll ich denen das Feld überlassen, die so eine Politik machen. Jetzt war ja die Frage, ob Sie im Bundesvorstand reingehen bei der SPD. Da haben dann Ihre eigenen Leute, also ich glaube IG Metall, einer hat es nicht gewollt. Ja, es waren mehrere, die es nicht gewollt haben. War das von Ihnen vielleicht ein wenig schlecht abgesprochen mit den anderen oder warum war plötzlich? Ja, das war schlecht abgesprochen, es war eine Kommunikationspanne und es war auch, das muss man auch einfach mal sagen, auch eine Fehleinschätzung, weil ich dachte, wir haben uns ja auch teilweise wieder angenähert, SPD und Gewerkschaften, wir sind keine Liebesehe, das werden wir, glaube ich, so schnell auch nicht wieder werden. Aber wir sind inhaltlich wieder näher gekommen, zumal die ja auch noch in der Opposition sind. Und wahrscheinlich auch bleiben, ne? Ich bin ja kein Prognostiker, aber also ich meinte ja mit dem Zungenschlag was anderes, aber ist auch in Ordnung. Ja. Es ist ganz offensichtlich so, dass die Menschen auch erwarten, dass der oberste Repräsentant der Gewerkschaften tatsächlich Einheitsgewerkschaft auch lebt. Und das habe ich dann, ich habe ja dann sehr schnell daraus die Konsequenz gezogen und muss sagen, das war nicht eine angenehme Situation, aber jetzt ist ja auch eben erledigt. Ja. Aber Sie mischen sich ja ein, also ich meine, K-Frage bei der SPD, wer wird Kanzlerkandidat, haben Sie ja auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass die Stones, ne, Steinbrück, Steinmeier, dass das nicht so ihre Kandidaten wären. Ne? Also man kann schon erkennen, Sie favorisieren Wobereit, gell? Oder? Also wer dann zum Schluss Kanzlerkandidat der SPD wird, das muss die SPD mit sich ausmachen. Ich habe nur in einem Interview einen, wie ich finde, relativ selbstverständlichen Satz gesagt, den dann auch noch freigegeben. Interviews werden ja immer freigegeben und wusste auch, was ich tat. Und ich habe dann gesagt, wer dann Kanzlerkandidat werden will, sollte vielleicht auch schon mal eine Wahl gewonnen haben. Jetzt ist das eigentlich, ich fand das jetzt nicht so eine Sensation. Ja. Aber offensichtlich ist es eine, weil auf die Idee ist vorher von den deutschen Journalisten noch keiner gekommen. Von daher war das jetzt so. Ja? So zurückdenke, dann war, glaube ich, Helmut Schmidt der Letzte, oder täusche ich mich da? Ne? Der von den Kanzlern, der vorher mal eine Wahl gewonnen hat. Nein, Schröder hat ja zuletzt. Schröder hat Niedersachsen grandios gewonnen und ist damals dann zum Kanzlerkandidaten danach gekürt. Und es war also kein Votum für Wovi.
Nein, das war es nicht. Ich mache kein Parteienvotum, auch kein Personenvotum. Ja. Und wenn das dann auch missverstanden wird, wissen Sie, unsere Rolle ist und meine ist auch nicht, jetzt Kanzlerkandidaten zu küren oder Koalitionen zu küren oder sonst was. Ich habe schon eine politische Meinung. Ich bin übrigens auch nach wie vor SPD-Mitglied und so. Und ich habe auch meine politische Meinung dazu. Nur das Problem ist ja, wenn ich gefragt werde, dann fragen die ja nicht Michael Sommer, sondern die fragen die Funktion eher und den Menschen, der diese Funktion ausfüllt. Und deswegen muss man da auch sehr vorsichtig sein. Und je näher man so einen Wahltag rückt, desto vorsichtiger sollte man sein. Ich werde übrigens auch am Sonntag zum SPD-Parteitag gehen und mir dann mal so angucken, wer dann so alles da so ist. Ich gehe auch zu CDU-Parteitagen und schreibe Grußworte zu FDP-Parteitagen. FDP? So. Ja, klar. Herr Sommer, das haben Sie doch nicht nötig. Nein. Nein, aber man muss auch mal mit den Schwachen halten, ja? Also das ist nein, nur das wie, gehört wie ist auch das Verhältnis? Zur Arbeitsvorschreibung. Haben Sie mal wieder mit FDP-Leuten gesprochen? So? Die sind ja momentan jetzt nicht gar so fröhlich, ne? Das stimmt, mit Ausnahme von Brüderle, der ist eigentlich immer fröhlich. Ja, also, ja gut, der hilft das kann ich auch sagen, nach. Weil wir uns so menschlich ganz, ganz nett verstehen, nicht politisch, aber menschlich geht's ja. Ja, also, ja er war hier auch gesessen, menschlich, top, inhaltlich. Hätte man noch ein wenig nachlegen können. Ne? Ja. Sie können, besser kann ich es nicht ausdrücken. Ja, man, muss ja, man muss ja drüber. Was mich noch sehr interessiert, Sie sind ja auch Chef des Internationalen Gewerkschaftsbundes. Ja. Und die Internationalität war ja der Gewerkschaft der Arbeiterbewegung immer sehr wichtig. Und Sie haben vor ein, zwei Jahren mal davor gewarnt, vor sozialen Unruhen in Deutschland. Ja? Blieb dann sehr ruhig im Sommer, weil der ADAC hat nicht mitspielen wollen. Ja? aber wenn Sie jetzt die internationale Lage in Ländern, wo es wirklich dramatisch ausschaut, Griechenland, Spanien, auch demnächst Italien, glauben Sie wirklich, ohne jetzt was zu dramatisieren, aber also so soziale Unruhen, bürgerkriegsähnliche Zustände, ich meine, Sie haben doch einen Überblick, was in den anderen Ländern los ist und was die Kollegen dort so sprechen. Ja, wobei, das ist alles nicht schwarz-weiß. Ich will ganz kurz nur sagen, ich war im vergangenen Jahr bei den Spaniern zum Generalstreik. Am 29. September. Da waren 800.000 Leute auf der Straße. Es war die größte Demonstration, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und da zu reden, war schon ein besonderes Gefühl, muss ich Ihnen sagen. Sie haben gesprochen? Ja, ich habe gesprochen. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Und die haben schon geklatscht, bevor übersetzt wurde. Es war das wünscht man sich daheim auch, gell? Ja. Aber das. Jetzt sagen Sie das, ja. Das Problem ist, hier versteht man sie halt, ne? Das ist, ja, wahrscheinlich liegt es daran. Die haben aber anschließend übersetzt, dann haben die nochmal geklatscht. Jetzt fragen Sie sich mal, warum. Die müssen, das muss so rübergekommen sein, ich habe es auch ernst gemeint. Nein, wollte eigentlich was anderes sagen. Die soziale Situation in Spanien ist eine unglaublich schwierige. Wenn jeder zweite Jugendliche, egal welche Qualifikationsstufe, keine Arbeit hat, dann brodelt dieses Land und dann wird da auch was passieren. Und ich hoffe sehr, dass das friedlich geht und übrigens, dass die Leute auch eine Perspektive haben. Und dass wir auch mithelfen, diese Perspektive zu schaffen. Auch da haben wir eine Verantwortung als Deutsche in Europa. Ja. Und da kann man nicht einfach zugucken und sagen, also ist eben die Hälfte der Menschen ist arbeitslos und die Jugend. Aber hat die Unruhe das Potenzial zu einer großen Bewegung, wo die Gewerkschaften vielleicht europäischer dann eine große Rolle spielen müssen? Bislang nicht, muss ich eindeutig sagen, dass die große Bewegung kommt. Wir haben kleinere Bewegungen, wir haben auch Erfahrungen mit Bewegungen. Ich glaube, in den Ländern, in den entwickelten Ländern und in den Staaten der dritten Welt sieht das nochmal anders aus, weil alleine durch Lehman-Krise, um das nur mal zu sagen, ist in Afrika die Arbeitslosigkeit explodiert. Ja. Das sind ja so Sachen, die man dann ja nicht sieht, also die man ja auch nicht wahrhaben wollen. Da ist ein unglaublich großes Potenzial an Menschen, die keine Hoffnung haben. Und das bricht sich Bahn in verschiedenen Formen. Zum Beispiel auch, dass sehr, sehr viele Leute versuchen, immer noch nach Europa zu kommen, weil sie meinen, es wäre hier besser. Mit allen Problemen. Sie sprachen ja vorhin über Berlusconi, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, und will da gar nicht weiter drüber reden. Aber sie sind einfach an dem Punkt, es sucht sich Ventile. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, und auch mein Wille ist eigentlich, dass dieses Ventil ein demokratisches, wenn man so will, auch ein friedliches, aber auch tatsächlich eins ist, was die Lage der Menschen verbessert. Ja. Ja, was die Leute nicht auf Dauer akzeptieren werden, aber ist, dass man ihnen sagt, es geht dir eben schlecht, da hast du eben Pech gehabt. Ja? Aber sie wollen eher beruhigen und es ordnen und nicht beschleunigen. Ja, nun, also, weil eigentlich haben wir doch den Kampf verloren. Es ist doch ein Krieg der Finanzindustrie gegen den Rest der Welt. Und die Gewerkschaften spielen insofern mit, weil sie natürlich auch diese Wachstumshoffnung immer noch haben, weil alles, was gegen Wachstum geht, kostet Jobs. Und da sind sie doch in der Zwickmühle, oder?
Na, wir sind mehrfach in der Zwickmühle. Ich will Ihnen mal sagen, wenn ich in den Supermarkt ging bei uns Anfang 2009 und am Samstag einkaufen ging und dann kommen Menschen, die in ihrer Nachbarschaft leben und dann kommt der auf sie zu, ein junger Mann, der gerade so mit seiner Familie da ein Häuschen gekauft hat und das wahrscheinlich wie die meisten kreditfinanziert hat oder so eine Eigentumswohnung und sein Leben lang abzahlt und der sagt zu mir, sag mal, Ihr Job ist, dass mein Job bleibt. Ja. Dann ist das etwas, was Ihnen auch unter die Haut geht. Und dann denken Sie nicht an die Revolution, sondern dann denken Sie erst mal